We just want it all and put our hands in the air. Jetzt sind wir hier bei Dynamite und jetzt geht sie ab. Ja, wieder sehr schön aus. Von wem ist das nochmal? Tayo Cruz, ne? Zitiert, ja. Gut, Platino liegt. Jetzt müssen wir hier wirklich alles geben. Denke ich zumindest mal. Oh ja, wir bräuchten noch mal eine Zeit, ne? Die habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Dynamite. Okay. 1, 2. 1 Minute 2 haben wir Zeit. Sollten wir hinkriegen können. Dürfte nicht so schwierig werden. Ja, so natürlich schon. Also ich habe mich jetzt noch nicht so hundertprozentig festgelegt. Gehe aber davon aus, dass ich den Dino mitnehmen werde jetzt. Ja, ich habe gedacht, der wirbelt jetzt und ich bin sowieso im Arsch. Ich glaube, da ist es wirklich sinnvoll, so ein Helikopter-Ding zu machen. Wir können natürlich auch die Bazooka nehmen, aber das wird mir zu lange dauern. Nach, egal, komm, wir machen es einfach irgendwie. Ja, der scheiß Fisch, der hat dann einfach ein scheiß Timing. Leck mich. Wir können ja sowieso kein Superman sein, gehe ich mal von aus. Oder es bringt mir dann auch nicht so viel, was weiß ich. Er war klar. Es war so klar. Vor allem konnte ich es vorhin wegschleudern, wenn es sich gedreht hat. Trotzdem. Es war einfach nur Glück, dass ich das konnte. Ach, leck mich doch. Alles scheiße. Wenn ich den Anfang schon nicht hinkriege. Ja, und 2 Sekunden übersehen. Hey, so muss das laufen, oder was? Ja, komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Das war gut. Doppelsprung mit dem Stalker, damit er mich nicht kriegt. Vielleicht hält die Uhr sogar an, wenn man die Plattform benutzt. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber nicht, weil bei Tomb Time habe ich das, meine ich, immer ausprobiert. Nee, bei Spring Senator war das, oder? Mit der blauen Edelstein-Plattform. Da hatte ich das sogar mal ausprobiert. Ich glaube sogar im Let's Play. Und da ging die Uhr auf jeden Fall weiter, aber es hat nichts gebracht, weil der Weg, glaube ich, länger war oder so. Also ich weiß es nicht genau. Das ist ja auf jeden Fall nicht gelohnt. Auch die Kisten kriegt man ja schneller kaputt mit dem Dino. Können wir jetzt mal vergleichen. Habe ich ein bisschen alle Kisten oder habe ich die 2 Sekunden vorhin übersehen? Ich weiß es nicht mehr. Und Gas, 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 Gas. Die will ich haben, genau. Die wollen wir auch alle haben. So, weiter, 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 weiter. Wir haben keine Zeit. Absolut keine Zeit. Das schaffen wir niemals. Moment, wie viel war das? 1 Minute was? 4? 7? Ich weiß es nicht mehr. 2! Noch schlimmer. Da müssen wir jetzt richtig Gas geben, Leute. Das ist klar. Ja, scheiße. Eine Maske hatten wir noch. 10 Sekunden hätten wir noch. Und es kommen bestimmt noch Nitro-Kisten. Davor habe ich Angst, am meisten. Nein, nein, nein. Der hätte noch die 3 Sekunden kaputt gemacht und dann hätte ich es geschafft. Muss halt nur wissen, was da kommt. Und ich hatte keine Maske mehr, weil ich die verkackt habe. Am Anfang. Also das heißt am Anfang, die 2. habe ich verkackt. Und die 2 Sekunden, die hatte ich glaube ich gerade gar nicht, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal. Es sieht jedenfalls nicht wahnsinnig schwierig aus. Ja, jetzt war ich ein Ticken langsamer, ich weiß. Oh, lauf doch, Mensch. Also nimm die doch mit, besser gesagt. Laufen du da ja. Leck mich. Ach, Mann! Entweder komme ich nicht vorbei oder... Ich brauche die 2 Sekunden, mein Gott. Alter, ich habe schon wieder so viel verkackt hier. Spaß. Ich habe mich doch weg... Ja, ich habe mich doch weggerutscht. Ich habe den doch weggerutscht. Ich bin doch gerutscht. Was soll das? Hallo! Du Pisser! Mach doch das, was ich will. Jetzt bin ich wieder ein bisschen ungeduldig. Weil ich weiß, dass es nicht so schwierig ist. Genauso wollte ich es doch immer die ganze Zeit machen. Aber es hat nie funktioniert. Das heißt, jetzt muss es funktionieren hier. Es muss alles funktionieren. Vielleicht hätte ich es noch geschafft, aber ich habe jetzt hier auch mal gewartet. Bevor ich jetzt hier meine Maske vergeude, die ich durchaus brauchen kann. Ich habe jetzt irgendwie so einen 37er-Kopf im Zeit. War das gerade hier, nach dem Dino? Ich weiß es nicht mehr genau. Habe ich leider vergessen. Wir geben auf jeden Fall Gas, wo wir können. Vielleicht ist Springen hier eine gute Devise. Also die ganze Zeit springen. Vielleicht bringt das sowas. Weil leider scheint da ein bisschen schneller zu sein. Oder? Ich weiß nicht. Irgendwie beides gleich schnell, glaube ich. Hauptsache, wir haben auf jeden Fall den Dino, weil der spart uns ein bisschen Zeit, denke ich mal. Aber selbst wenn, das müsste trotzdem locker hinhauen für mich, finde ich. Also. Jetzt sind wir wieder bei einer 37er hier. Das ist ganz gut. Ja, ich wollte schon sagen. Gut, komm. Ja gut, gerade haben wir es ein bisschen stylischer gelöst, aber
Dafür haben wir jetzt auf jeden Fall noch eine Maske. Jetzt haben wir zwei Masken und jetzt können wir eigentlich richtig durchrushen. Ohne auf irgendwas achten zu müssen. Ja gut, vielleicht sollten wir schon auf was achten. Aber auf viel müssen wir nicht achten. Und die 3 Sekunden, wie gesagt, da oben sollte der Typ auch auf jeden Fall zerstören hinter uns. Das fette Ding. Er hat sie nicht zerstört, oder? Doch, er hat sie zerstört. Er hat sie zerstört. Schaff es, komm, komm, lauf. Ja, wunderbar. Hervorragend. That's Platinum. Platinum, keine Ahnung. Wie hat's überhaupt ausgesprochen? Platinum, ne? Platinum Edition. Ist mir relativ latten. Wir haben wieder etwas zum Rap eintragen. Hervorragend. Schön. Freut mich. Dann ballern wir jetzt direkt noch Boneyard hinterher und dann werden wir uns erstmal um die beiden Edelsteine in Future Frenzy kümmern. Wobei ich mir da noch nicht so 100% sicher bin. Ich habe einfach Schiss, dass man... Kann natürlich sein, bei Tomb-Time jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ob man da wirklich... vielleicht kommen wir doch irgendwie in den Edelstein rein oder so. Also, vielleicht versteht ihr das so, meine Bedenken, dass ich... Ich habe jetzt irgendwie Angst, beide Edelsteine in Future Frenzy einzusammeln, weil vielleicht... Muss ich in Tumtan dann doch beide gleichzeitig holen und keine Ahnung und deswegen würde ich jetzt eigentlich lieber mal irgendwo einen Edelstein wirklich liegen lassen. Ich glaube, das mache ich jetzt gerade. Das mache ich jetzt gerade, komm. Nein! Weil ich jetzt auf die 8 gerutscht bin. Leck mich doch. Das möchte ich nicht machen. Wäre es wenigstens Road Crash, dann könnte ich jetzt schön stylisch in Hot Cocoa gehen, aber habe ich auch noch nicht vorgehabt. Wollte ich mir noch verdrücken. Haben jetzt 87%, gut. Dann schieben wir Boneyard ein bisschen auf, würde ich sagen. Kümmere ich mich jetzt wirklich erstmal um Tomb Time, damit ich mir auch wirklich sicher sein kann, dass ich da dann wirklich noch einen Edelstein holen kann später. Ich werde ihn auf jeden Fall den im Geheimbereich liegen lassen. Weil der Kisten-Edelstein ist doch ein bisschen aufwendiger, sag ich mal. Aber wir haben jetzt wirklich schon 87%. Moment, 88 Leben? Nee, 86. 68 immer noch. Gut. Auf jeden Fall, wir haben gar nicht mehr so viel zu tun. Wirklich nicht. Das ist echt vergleichsweise wenig. Es gibt noch 2 Hammer-Level. Ich glaube, Hang'em High ist jetzt auch wirklich nicht so schwierig. Flaming Passion vielleicht, aber mehr nicht. Ist ja auch ein relativ kurzes Level dementsprechend auch, ne? Also. Und ich glaube, da können wir auch wieder Superman sein. Ich weiß es nicht genau. Müssen wir mal gucken. Schon Checkpoint, Alter, wie freundlich. Checkpoint. Kreditcheck. Also, Kreditkartencheck, bla, keine Ahnung. Also, macht keinen Sinn, was ich gerade sage. Gut. Jetzt aber 69, endlich. Zahl der Lustmäulchen. Gut, was gab's hier für Schwierigkeiten? Da gab's doch bestimmt wieder irgendwas von wegen, ja, du musst erstmal irgendwelche Kisten holen, bevor du irgendeine Schalterkiste aktivierst. Oder vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Ist dann ein relativ, hallo? Relativ frühes Level. Tschung, okay. Blöb. Alter, was ist das für ein Bonuslevel? Mega chillig, Alter. Das war früher nicht so chillig, da musste man sich ein bisschen beeilen. Aber jetzt können wir mit dem Doppelsprung ganz easy hier drauf, Alter. Na schön, sie verschwinden einfach, also sie explodieren einfach, wenn man sie aus dem Radius, also aus dem Bildschirm verschwinden, das ist schön. So, sehr gut, und 70 Leben, Alter, ist das crank, vor drei Parts war ich noch am Existenzminimum, was das Leben, was die Lebensanzahl angeht. Das ist schon richtig heavy, nur wegen Aegibus Rex. Wir sprinten ganz elegant drüber. Haben jetzt noch 50 Kisten zu finden. Ihr stellt mich diesmal nicht vor Probleme. Wie bei Spinks in Adderwald, glaube ich. So. Ja, klar war das Spinks in Adderwald. Das war nicht die Zeit-Challenge, das war das die Edelstein-Plattform. Und plöpp. Sehr gut. Ach, weißt du was? Wir gönnen uns ja sonst nichts. Tschüss. Wir haben zwar genug Masken, sicherheitshalber, aber ist egal. So, dann kommen wir jetzt zu dem Bereich, wo wir den Edelstein aus... Gott, keine Ahnung, brauchen. Auf jeden Fall den, ne, lilanen Edelstein. Das wäre jetzt ein bisschen dumm, ich hätte erstmal die Kisten hier holen sollen und dann... Ja. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man die Kisten hier holt. Das ist sehr wichtig. Weil sonst rackert man sich da richtig ab. Wenn man diesen Sprung jetzt zurückmachen muss. Ihr könnt mal gucken, da hinten werden dann Kisten und die kann man, glaube ich... Ja, das sollte möglich sein, die im Rückwärtsgang zu holen, aber das hier... Können wir uns dann doch erstmal sparen. So. Da kommen wir rüber, wollte ich sagen. Crash. Ich bin einfach zu faul, jetzt hochzuspringen. Komm, den Rest können wir wegdrehen. Ich bin ja nicht weitergegangen. Ich habe ja nur geguckt da, genau. Ja, das war sehr schlau von mir. Ich weiß doch, dass das nicht geht. Ich stelle mich gerade extremst dumm an.
Nee, nee, aber dahinter habe ich nichts mehr geholt. Da habe ich nur geguckt, ja, Ausblick und so. Ja. Hier kam noch schon ohne Doppelsprung theoretisch rüber, aber bringt halt nichts. Ja, aber wo haben wir den nochmal bekommen? Okay. Ey, das weiß ich gerade echt nicht mehr, ne? Der lila, ne? Also der grüne war eine Flaming Passion. Der rote war in Deep Trouble. Der blaue war in Tomb Raider. Leck mich. Der lila, ne? Ich weiß leider überhaupt nicht, wo es überhaupt noch Edelsteine gab. Ich meine, ich bin so ein absoluter Crash-Fanatiker und Nerd und sonst was, aber... Ja genau, hier, das war der einzige Bereich, wo versetzte Speere kamen, genau. Sehr schön. Perfekt. Nein! Ich bin so ein Pfosten. Gut, dann mache ich das jetzt so, dann hole ich nicht alle Kisten, komm. Wenn man einfach nicht über seinen Handel nachdenkt, ne? Schrecklich. Gut, aber dann haben wir hier noch nicht alle Kisten und dann wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Ey, da war ich wieder so im Flow und hab mir gedacht, oh, schön, Edelstein. Ohne nachzudenken. Alle Kisten ist ja auch kein Ding, aber man muss halt da ein bisschen... Ist halt ein bisschen anspruchsvoller, als jetzt einfach nur durch den Bereich zu kommen, ne? Das war so dumm von mir. Aber wo war ich denn überhaupt im Erzählen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Weil ich jetzt einfach so über meine Dummheit einfach schockiert war. Ich wollte ihn doch liegen lassen, mein Gott. Ich absoluter Volldepp. Wobei ich mir gerade denke, vielleicht wäre Tomb Time jetzt besser so als Relikt. Oder eben doch direkt Future Frenzy. Komm, wir hauen jetzt Future Frenzy raus, ganz ehrlich. Ich ändere gerade wieder tausendmal meine Meinung, aber... Wieso sollte man das Schwere jetzt nicht zuerst machen? Wir haben 201... Ja, genau, weil ich eben die Kisten erstmal machen wollte, damit ich als Level kenne. Aber es ist vollkommen Latten, ganz ehrlich. Future Frenzy mit einer 1, 19, 64. Gut. Doch, 64, ja. 1, 19, 64. Sollte machbar sein, vor allem, da man die Schranken hier umspringen kann. Ich meine, es war immer ein ganz guter Rhythmus, wenn man die erste Schranke schon umsprungen hat, aber ich werde es jetzt einfach mal so versuchen. Ich habe die Zeit schon wieder vergessen. 1,9, 1,3, 1, keine Ahnung. Ich muss leider wieder nachgucken. Ich habe es einfach wieder vergessen. Es tut mir echt leid. 1,19. Also merken wir uns einfach mal eine 1,19. So, das war eine 2 oder 3 Sekundenkiste. 3 sogar. Ja. Mit einer 1,19 sind wir auf der sicheren Seite. Ja, das habe ich eigentlich schon gesehen, dass das nicht werden kann. Ich finde die Musik cool, muss ich sagen. Auch wenn sie mich natürlich an letzter Countdown und sonst was erinnert und das jetzt nicht gerade so meine Lieblingslevel waren. Oder generell halt die Zukunftslevel in XS zum Beispiel, die waren jetzt nicht so gerade so nett zu mir. Ja, aber ich meine, es war ganz gut, wenn man hier direkt den... Das lohnt sich, glaube ich, gar nicht richtig. Ja, dann kann man hier auf jeden Fall durchlaufen. Und auch hier. Wieder ein bisschen Zeit eingebüßt, aber das ist, glaube ich, nicht das Problem gewesen. 1,19, ne? 1,19, 64, irgendwas? Keine Ahnung. Also ich meine, wir bekommen ja auch einen Superman. Ich weiß es aber nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Wir bekommen jetzt, glaube ich, hier direkt eine Maske irgendwo. Nein, dann noch nicht. Gut. Das war, glaube ich, immer ziemlich dumm. Ja, vor allem, wenn Crash noch nicht das macht, was ich will. Da habe ich es ja immer später mal mit der Bazooka gemacht und die dann weggeschossen. Ob das jetzt mehr gebracht hat, weiß ich auch nicht. Ich mach mal weiter und gucke, ob ich einen Superman bekommen kann hier. Ja, kann ich, definitiv. Ich weiß nämlich noch eine Maske. Deswegen, ja, kann ich. Und ja, muss ich dann auch haben. Ja, ja, klar. Ich habe mich doch immer gefragt, ob man mit dem Superman in den Aufzug kann. Ja, ja, klar. Klar geht das. Und hier wäre dann schon der, ja, stimmt, dann gibt es hier sogar 4 Masken. Crank. 1,19 war das. Wir können es theoretisch wahrscheinlich doch noch schaffen. Obwohl, das Level ist noch relativ lang, glaube ich. Ach, hier gibt's gar keine Maske mehr. Hier gibt es eine 3-Sekunden-Kiste, stimmt. Das habe ich verpeilt. 1,19. Ich weiß nicht, wie viel noch kommt. Ach, hier gibt es diese hohen Dinger, genau, weil an die konnte ich mich gar nicht mehr erinnern, muss ich sagen. Ach, es kommt ja noch so eine Rampe hier, noch so ein Aufzug, stimmt. Aber danach kommt eigentlich nicht mehr viel. Ja gut, jetzt bin ich sowieso tot. Ich glaube, so viel wäre nicht mehr gekommen, aber ohne Superman ist es, glaube ich, echt kacke. Also ich will es auf jeden Fall mitmachen. Er hat sich auf ein Kondom bezogen. Nein, aber bin mir schon fast ziemlich sicher,
dass man damit das relativ locker schaffen sollte. Na, da bin ich jetzt auf Nummer sicher gegangen, da können wir durchlaufen. Und wir sind jetzt schon besser als gerade. Glaube ich. Oder ja, so ungefähr gleich, glaube ich. Ich merke mir jetzt einfach mal mit 26 sind wir hier angekommen. Ja, das war jetzt kacke. Ich vergesse immer, dass ich die Bazooka nehmen will. Das kommt ja ungefähr aufs gleiche raus, wenn man die nicht abschießt. Dann, ne? Ja, mach doch, mein Gott. Vielleicht soll ich... Jetzt bin ich zu kurz gesprungen, nicht dein Ernst. Vielleicht sollte man auch die Maske opfern. Ist vielleicht auch eine Idee. Dass man die Maske opfert, weil man bekommt ja sowieso noch eine weitere später. Aber dann ist man halt besser Superman, also so länger, nee, nicht länger, aber... Wow, das war knapp. Okay, das war... Okay, gut. Vorhin habe ich es halt mal geschafft, aber jetzt war ich definitiv zu weit vorne. Deswegen bin ich an der Nitro-Kiste noch explodiert. Sehe ich vollkommen ein. Ich glaube, auf die linke Kiste ist scheißig, weil dann bringt mir das viel mehr. Okay, ja, da war ich jetzt zu schnell, gut. So machen wir das. Das bringt uns viel mehr. Viel, viel mehr. Könnt ihr mal glauben. Das hat wieder schön geklappt. So wie es sein sollte. Sehr gut. Da kommen wir durch, da kommen wir durch, da kommen wir durch. Jawohl. Dafür kommen wir da nicht durch. Doch, da kommen wir durch. Nein, da kommen wir nicht durch, ehrlich. Mit einer 13er Zeit war ich, meine ich, gerade da bei der Plattform. Muss halt immer gucken, welche man mit einem einfachen Sprung springen kann und welche nicht. Oder welche man einfach durchlaufen kann. Hätte ich auch ein paar Millisekunden warten können. Ich bin gesprungen. Ja, ich will jetzt hier auch wieder richtig perfekt alles machen. Das ist klar. Warten bringt hier, glaube ich, tatsächlich ein bisschen mehr. Manchmal. Okay, ich glaube, ich bin langsamer. 26. 26 merken wir uns, ne? Obwohl, wir müssten tatsächlich sogar ein bisschen schneller sein. Alter, wir sind 2 Sekunden schneller. Ja, chillig. Das habe ich mir alles versaut. Aber jetzt wieder Zeit verloren, glaube ich. Ich glaube, ich lasse einfach in Ruhe. Das war gut. Sehr gut sogar. Nein! Wieso? Das ist auch dumm. Richtig dumm. Aber Blödsinn, ich bekomme ja dann... Ja, stimmt, ich bekomme ja gar keine dritte Maske, Junge. Ach, kacke, ja gut. Versuchen wir jetzt ohne. Ohne Superman. Nee, nee, hier gibt es ja nur 3 Masken. Ich denke immer da... Weil es im normalen Level dann da eine Maske noch gibt. Hier. Aber hier gibt es ja jetzt die 3-Sekunden-Kiste. Ich vergesse das immer. Ich krieg mir nur 3 Masken insgesamt. Ja. Und da war ich zu schnell. Sowieso. Gut, gut, gut. Nicht schlimm, nicht schlimm, nicht schlimm. Es ist aber nicht so schwierig, glaube ich. Alles sollten wir relativ schnell hinbekommen. Ich weiß auch gar nicht, wie es um die Paarzeit aussieht. Ich glaube, die ist schon abgelaufen. Das war mal stylisch, oder? Da war ich eigentlich schon vorbei, aber hab's trotzdem noch irgendwie bekommen. Das war auch sehr stylisch. Weil es ziemlich knapp war. Das war wieder genauso gut wie gerade. Oh, 18 Minuten schon. Ja, schön. Sorry. Ach, wieso entschuldige ich mich eigentlich? Eben mögt es aber, wenn die Parts länger sind. Länger ist besser. Ich lasse in Ruhe, ganz ehrlich. Ich lasse in Ruhe. Ist mir ehrlich gesagt lieber. Hier aufpassen. War schon fast ein bisschen knapp. Komm, jawohl. Beim zweiten Heini muss ich vor allem extremst aufpassen jetzt. Er hat mich gerade überrascht. Nein! Kacke! Ist alles ja für den Arsch. Alles. Absolut alles. Ich kann es vergessen. Dann sehen wir uns aber auf jeden Fall im nächsten Part erst wieder. Also, machen wir im nächsten Part erst weiter. Leck mich doch! Also, wie gesagt, nächster Part, dann geht's hier weiter. Bis dahin. Tschüss.